guck mal, so schnell geht das. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mal wieder in Ochtrup und zwar stehen ein paar Leistungstests an. Dafür habe ich hier extra was dabei, damit ich gleich alles eintragen kann. Und zwar 10 Meter, 30 Meter und ich gucke mir zum Beispiel schon mal die Sprungkraft an. Das ist jetzt der Wert vor der Vorbereitung und nach der Vorbereitung wiederhole ich das nochmal. Und ich richte mal so ein bisschen was ein, welche Tests heute genau anstehen. Aber ich bin schon gespannt, ob ich mich zum Beispiel in der Sprungkraft, wo ich ja jetzt echt viel Fokus drauf gelegt habe, ob ich mich da jetzt verbessert habe und ich würde sagen, viel Spaß beim Video. So. Für die Tests habe ich das Asus VivoBook S14 S435 dabei, powered by Intel Evo, also Intel Evo Plattform ist am Start und das Ganze benutze ich jetzt auch schon längere Zeit. Das heißt, da werden wir gleich die ganzen Daten eintragen und ich bin super zufrieden mit der ganzen Performance, habe das auch immer unterwegs dabei, um zu schneiden und es läuft einfach alles super sauber. So, für die Tests öffnen wir jetzt mal Microsoft Office. Das ist eigentlich ganz geil, da hast du eine App und alle Programme direkt zur Verfügung. Und wir brauchen heute Excel, das öffnen wir auch mal. Ja, da haben wir direkt schon die Tests, die heute anstehen. Und zwar Sprint 10 Meter, super interessant. Sprint 30 Meter, auch sehr, sehr spannend. Und jetzt der wichtigste Wert für heute, Sprungkraft. Da bin ich so gespannt, ob ich mich da verbessert habe. Also ich hoffe es einfach nur. Sind eine Menge an Tests und das Praktische ist natürlich, dass ich mit dem VivoBook eine sehr, sehr lange Akkulaufzeit habe. Ich hatte das jetzt schon sehr oft dabei und mir ist der Akku wirklich noch nie leer gegangen. Der hält extrem lange und für heute braucht man das auch, weil wir werden viele Tests haben. Ladekabel habe ich einfach zu Hause gelassen. Ein weiterer Vorteil vom VivoBook ist natürlich die Intel Evo Plattform. Das heißt, die ganze Performance ist sehr, sehr schnell. Es läuft alles sehr schnell und flüssig, also wirklich optimal. 16 GB RAM, das heißt, wenn man Videos in 4K schneiden will, klappt auf jeden Fall super. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ich gucke mir hier drauf gleich auch noch mal ein paar Zeitlupenaufnahmen von den einzelnen Tests an. Dann sieht man ja auch immer ganz gut, zum Beispiel beim Sprinten, was die Arme machen. Und so 4K Zeitlupe, boah, das sieht auf jeden Fall dann richtig fett aus. Weitere Sache, die dieses VivoBook euch bietet, ist Wi-Fi 6. Das heißt, man hat immer eine sehr, sehr stabile Wi-Fi-Connection. Ob man jetzt zu Hause ist, ob man unterwegs ist, habe ich bis jetzt auch super Erfahrungen mitgemacht. Auf der Seite habt ihr zwei USB-Standardanschlüsse und auf der anderen Seite zweimal Thunderbolt 4. Finde ich sehr, sehr nice. Mit Thunderbolt 4 könnt ihr super schnell laden und außerdem Daten sehr, sehr schnell aufs VivoBook draufspielen. Und ich muss sagen, bis jetzt Eindruck super. Also ich kann es auf jeden Fall jedem von euch empfehlen. Checkt das Asus VivoBook S14 S435 auf jeden Fall mal in der Beschreibung ab. Kommt gleich schön zum Einsatz, denn hier werden auf jeden Fall ein paar wichtige Daten eingetragen. So, das Ganze ist jetzt natürlich vor der Vorbereitung und das werden wir auf jeden Fall auch nochmal wiederholen. Nach der Vorbereitung, da bin ich gespannt, was es für so Schritte gibt. Außerdem Excel, Microsoft Office, alles am Start. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mal los. Link in der Beschreibung zum Asus VivoBook, powered by Intel Evo. Und let's go! So, jetzt bin ich auf 10 Metern. Ich bin mal gespannt, was bei rauskommt, ob ich mich schon verbessert habe. Und letztes Mal habe ich das mit Jao mit einer Stoppuhr gemessen. Hier ist natürlich mit mehreren Lichtschranken exakt genau. Ja, perfekt. Also Zeit ist eingestellt. Man sieht das da oben. Man hat hier zwei Felder. Wenn ich einen Fuß hochnehme, läuft direkt die Zeit. Und wenn ich den Fuß wieder draufsetze, ist gestoppt. Heißt, wenn man lossprintet, hat man genau den Moment, wo halt der Sprint anfängt. Ja, jetzt gucken wir mal. Erster Versuch, also ich mache auf jeden Fall mehrere. Gucken, was die 10 Meter hier machen. Also quasi 2-0. Ja, ja. Dann Ziel ist es jetzt auf jeden Fall, unter 2 zu kommen, auf jeden Fall. Der Start gefällt mir noch gar nicht irgendwie. Das ist, sagt schon mal besser. Läuft der immer noch? Oh, guck mal drauf. 2-0-0-0-0-7. Mhm. Ganz knapp dran. Muss jetzt unter 2 kommen. Genau. Ja, da, also ich merke selber so,
die ersten zwei Schritte, das ist das Schlechteste. Ja. Danach wird es eigentlich ganz gut. Ja, tragen wir schnell ein, das Ergebnis. Also 2,0007 erstmal, ne? Richtig, ja. Das will ich, ja, vielleicht mach ich es am Ende nochmal. 2,00007. Also man muss dazu sagen, ich habe ja jetzt schon mal zweimal so einen Leistungstest gemacht, auch mit 10 und 30 Metern, aber das sind halt unterschiedliche Messmethoden. Das heißt, da kann es auch kleine Abweichungen geben, wenn das jetzt per Hand gestoppt ist oder wenn das mit so Lichtschranken gemessen wird. Was ist jetzt für eine Zeit? 4,762. 4,762. So habe ich es gleich aus. Hoffmann, du bist jetzt besser als das Mal. 4,8. Oh! Ich habe nur einmal gelaufen. Ah, das ist doch top. Ja. Letztes Mal hatte ich 4,8. Ja. Jetzt habe ich 4,762. Ja, gut. 4,751. Und als letztes Mal hier war 4,08. 4,80. Ja, genau. Nächste Testmöglichkeit ist Sprungkraft. Ihr wisst Bescheid, meine richtig mit Abstand schwächste Disziplin. Aber mal gucken, ob sich schon ein bisschen was getan hat im Vergleich zum letzten Test. Wäre krass, wenn das sich jetzt schon stark verbessert hätte. Glaube ich nicht, aber so eine kleine Verbesserung, das wäre top. Ich bin gespannt. Sprungkrafttest, den ich da gemacht habe, 27 cm bin ich hochgesprungen. Ja, guck mal, so schnell geht das. So schnell geht das. Konzi, wenn du zuguckst, jetzt habe ich dich schon. Ein Monat Krafttraining. Und da merkt man halt einfach, das Training, was man macht, das zeigt Effekte. Und das ist das beste Gefühl. Auch wenn 31 cm immer noch sehr unterdurchschnittlich ist, aber freut mich ehrlich gesagt echt, weil man weiß, das Training, was man macht, zeigt was. 31,64. 31,64 sind ja fast 32 sogar. Ja. Das trage ich auch direkt ein und ich freue mich auf jeden Fall drüber. 31,64 bei Sprungkraft. Nächster Test ist dieses 100 Steps, ne? Ist auch da drauf? Ja. Also Fast-Feed-Test gibt jetzt auch keinen Vergleichswert, habe ich noch nie gemacht, aber wenn ich das in 2-3 Monaten nochmal mache, bin ich gespannt, was sich da so verändert hat. Okay. Man ist da drauf und denkt sich, scheiße, ich kann nicht mehr. Ich kann gar nicht einschätzen, wie viele und wie lange das noch geht. Man hat halt gar keine, also ich wusste nicht, muss ich jetzt noch 50 machen, muss ich jetzt noch 5 machen. Der beste von Meppen war 8 Sekunden, 8,1. 8,1, okay. Ja. Vom SV Meppen also. Full Speed, alles rein. Ich habe jetzt eine neue Taktik gemacht. Keine Ahnung, ob das besser war. 9,4. Praktisch hier immer mit Fingerabdruck einfach öffnen und dann zack, können wir eintragen. 9-Felder-Test ist auf diesem Ding. Könnt ihr euch ähnlich vorstellen wie den 9-Hütchen-Test, den ich mit Jao gemacht habe. Einmal, zack, einmal, zack, zack, zack. Das mit jedem Feld. Ja. 14 Sekunden. Okay. Und ich 14 Sekunden kriegen wir auf jeden Fall den Job. Katastrophe ist es nicht. Okay. Die meisten Kreisligaspieler, aber du willst ja keine Kreisliga. Also die meisten Kreisligaspieler waren auch in der Richtung unterwegs. Einige Junioren-Bundesligaspieler auch. Die hatten 13 bis 14, aber die besseren sind schon alle im 12er Bereich. Okay. Höhere 14 haben die meisten Kreisligaspieler. Dann wird es jetzt Zeit, unter 14 zu kommen. Und schlechter. Ja, aber dann wird es jetzt Zeit, unter 14 zu kommen, sonst. Ja, ja. Den habe ich aber auch in den Beinen gemerkt. 12,89. Schon richtig gut.
gar nicht mehr. Der erste Wert heute, den ich mir mal selbst gemerkt habe, 12,89. Haben wir noch zwei Tests. Man sieht immer, welches Feld man, zu welchem Feld man laufen muss. Und das nächste Feld ist auch schon markiert. Und das heißt, man muss sich immer orientieren. Bin ich auch gespannt drauf. 30 Sekunden, also geht noch ein bisschen mehr Richtung Ausdauer, aber natürlich auch dabei konzentriert gucken, was passiert auf dem Bildschirm. Und ja, man sollte auf jeden Fall immer wissen, wo man hinläuft, weil sonst hat man eine schlechte Zeit. Meter beim 30-Sekunden-Test. Jetzt gibt es nur noch eine letzte Sache, die wir machen mit dem Ball in den Soccerbot und da einfach 10 Ziele, so schnell es geht, und da kann ich auf jeden Fall ein paar Durchgänge machen. Wir waren unzählige Sportler. CR7, Messi haben wir alle hier drin gemacht. Zeit habe ich geschlagen. Nein. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten hier. Und bei jedem Modus ist halt ein anderer Rekord. Und bei genau dem Modus, den haben wahrscheinlich noch nicht so viele gemacht, habe ich jetzt einen Highscore aufgestellt. 10 Tore, 180 Grad. Ich habe einfach den Rekord hier gebrochen. Das ist natürlich ein cooles Gefühl. Ich weiß, dass es Ballhaltezeit 1,4 irgendwas war, aber den genauen Wert kriege ich gleich. Hier kommen wir den ganzen Tag schon an, 91% noch, richtig entspannt. Der Akku hält einfach Ewigkeiten, also echt sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir alle Tests durch. So, wir sind am Anfang von der Vorbereitung. Vorbereitung startet demnächst und es wird dann auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein, wenn ich die Tests nach der Vorbereitung nochmal wiederhole. Bestes Ergebnis oder am meisten gefreut habe ich mich natürlich, dass meine Sprungkraft jetzt besser geworden ist. Die 30-Marke schon mal geknackt und das war jetzt ein Monat Krafttraining, Sprungkrafttraining. Ich bin sehr gespannt, wie es dann in mehreren Monaten aussieht, ob ich dann vielleicht sogar Richtung 40 gehe und das wäre dann schon ein guter Wert. Also echt, das war so das beste Erlebnis heute. Ansonsten überragende Anlage, überragende Tests und sehr, sehr vielseitig, also sehr, sehr viele Daten haben wir heute gesammelt. Perfekt hier alles eingetragen. Nächstes Mal kann man es dann super vergleichen und ansonsten Link in der Beschreibung. Kann ich nur empfehlen. Asus VivoBook einfach mal abchecken und ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.